Wenn du stirbst, bekommt ein Buchmacher alles. Wie die Buchmacher eine Langzeitwette auf deinen Tod abgeschlossen haben, das erfährst du in diesem Video. Liebe Sportwettenfreunde, heute werden wir uns über ein Thema unterhalten, das in meinen Augen ethisch schon sehr fragwürdig ist. Und wichtig ist, einmal gehört zu haben, dass die Buchmacher das praktizieren und was du auf jeden Fall machen musst, unbedingt machen musst, wenn du sehr viel Geld bei deinen Wettanbietern auf den Konten gelagert hast. Und zwar springen wir jetzt auf meinen Bildschirm und ich zeige dir, wie die Buchmacher eine Langzeitwette auf deinen Tod abgeschlossen haben. Ja, mit den klaren Worten, du stirbst, dein Buchmacher bekommt alles, eröffnen wir heute diese kurze Präsentation. Um was geht es? Und zwar um diesen Textbaustein. Und diesen Textbaustein werden wir uns jetzt einmal etwas genauer anschauen. Wenn wir ein Konto eröffnen, ein Online-Konto bei diversen Wettanbietern, bestätigen wir ja auch immer die AGBs. Und hier zum Beispiel, das ist jetzt von einem Wettanbieter, das ist aber bei jedem ident gleich oder bei vielen sehr ident gleich, gibt es einen Passus über inaktive Konten. Und lesen wir uns das einmal auch durch, was hier die Wettanbieter für ja, Textbausteine drinnen stehen haben. Also das Geschwärzte ist eben der Buchmacher, wendet eine Verwaltungsgebühr übereinstimmend mit dem folgenden Ablauf auf alle Konten an, die über einen fortlaufenden Zeitraum von 365 Tagen inaktiv waren. So, also wenn wir uns ein ganzes Jahr lang nicht einloggen, als inaktiv gilt, wenn in diesem Zeitraum, also wenn darauf über einen Zeitraum keine der folgenden Handlungen vorgenommen wird: eine erfolgreiche Einzahlung oder eine Sportwette wird platziert oder die Teilnahme an einem Casino, Poker oder Spielprodukt. Das heißt, nicht einmal das Einloggen reicht schon. Ja? Du musst aktiv etwas gewettet haben, okay, oder eingezahlt haben innerhalb der letzten 365 Tagen, dass sie sich das Recht herausnehmen, eine Verwaltungsgebühr dir aufzuerlegen. In Klammer A wird auf einem Konto für einen Zeitraum von 365 Tagen oder länger keine Aktivität verzeichnet, so wird das Konto als inaktiv eingestuft und falls das Kontoguthaben null beträgt, geschlossen, wobei keine Gebühr anfällt. B. Falls sich auf Ihrem Konto, wenn es als inaktiv eingestuft wurde, Guthaben befindet, wird der Wettanbieter angemessene Schritte einleiten, um Sie davon unter Verwendung der von Ihnen bei der Registrierung angegebenen Daten in Kenntnis zu setzen. So, wie könnte das ausschauen? Was hat er denn von mir für Daten? In der Regel die E-Mail-Adresse. Okay. Der Wettanbieter geht in der Regel nicht her und sendet dir etwas per Post. Okay. C. Bleibt Ihr Konto nach Ablauf von mindestens 28 Tagen nach dem ersten Versuch von diesem Wettanbieter, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Konto als inaktiv eingestuft wurde, weiterhin inaktiv, wird eben dieser Wettanbieter eine monatliche Verwaltungsgebühr in Höhe von mindestens 2 Pfund oder entsprechender Betrag in einer anderen Währung oder 5% von Ihrem Kontoguthaben zu dem Zeitpunkt, als Ihr Konto als inaktiv eingestuft wurde, einziehen. Je nachdem, welcher Betrag höher ist. Okay, 5%. Und jetzt geht es aber weiter.
Die Verwaltungsgebühr wie unter C berechnet, wird von Ihrem Kontoguthaben nach Ablauf des oben erwähnten Benachrichtigungszeitraums von 28 Tagen und immer nach einem weiteren Ablauf von 28 Tagen zum gleichen Betrag eingezogen, bis entweder Ihr Kontoguthaben auf Null fällt und daher keine weiteren Verwaltungsgebühren eingezogen werden und Ihr Konto geschlossen wird, oder Sie Ihr Konto reaktivieren, sodass keine weiteren Verwaltungsgebühren eingezogen werden. Das heißt, alles, was Sie vorher schon eingezogen haben, haben Sie eingezogen. Nicht, dass dann später reaktiviert, bekomme ich nicht zurück, um keine weiteren Verwaltungsgebühren einzuziehen. Sie können Ihr Konto reaktivieren, indem Sie eine erfolgreiche Einzahlung leisten oder eine Sportwette platzieren oder eben an einem Spieleprodukt teilnehmen oder dieses spielen. Sie können eine Rückerstattung jeglicher Verwaltungskosten beantragen, indem Sie unseren Kundendienst kontaktieren. Gut. Und jetzt haben wir genau bei diesem Punkt. Nehmen wir mal an, du musst nicht einmal gestorben sein bis dorthin. Aber nehmen wir mal an, du bist jetzt ein Jahr auf Weltreise. Vergisst, dass du dort vielleicht 2000 Euro oben hast. Oder du hast einen schweren Unfall. Du liegst im Krankenhaus, bist 3 Jahre weg vom Fenster. Kann ja alles sein. Dann nimmt sich der Buchmann einfach die Frechheit heraus, dir dein Geld wegzunehmen. Und wie das in der Praxis dann ausschaut, das zeige ich dir jetzt auch. Darum sage ich, das ist eine Langzeitwette vom Buchmacher gegen dich und deinen Tod. Nehmen wir das Beispiel an. Wir haben heute den 7.11.2020, wo ich dieses Video erstelle. Und wir haben einen Kontostand von 2000 Euro. Jetzt logge ich mich ein Jahr lang nicht ein, spiele keine Wette. Dann haben wir den 7.11.2021. Dann kommt eine Wartezeit von 28 Tagen, wo mir der Buchmacher dann möglicherweise eine E-Mail schreibt. Ja, der bemüht sich nicht, dass er mich anruft, weil ich habe den Fall selber schon gehabt. Ich hatte diesen Fall genauso, wie ich ihn euch hier schildere. Dieser Wettanbieter war der Meinung, dass er mir im Endeffekt eine E-Mail gesendet hat, zumindest behauptet er das, aber hat nicht dann probiert, obwohl er mein Konto verifiziert war. Es wurde nie probiert, mich anzurufen. Es wurde nie probiert, mich schriftlich per Post auch darüber zu informieren. Der Boom hat einfach angefangen einzuziehen. Liebe Gambling-Kommission, wenn ihr das lest, das ist wieder in meinen Augen eine Sache, die in meinen Augen nicht korrekt ist. Absolut nicht korrekt ist. Weil was ist denn, wenn ich ein Bankkonto habe und ich sterbe? Geht die Bank her und sagt, oh, der ist jetzt verstorben, ich ziehe jetzt einfach das ganze Geld ein. Nee, dort ist das so geregelt, dass das eben nicht so leicht passiert. Okay. Und wenn ich jetzt aber eben so ein Konto habe, wo ich die 2000 oben habe, dann schaut das so in der Praxis aus. Wenn immer vom Letztstand 5% eingezogen werden. Das heißt, am 6.12., ja, 2021, da beginnt diese Langzeitwette für den Buchmacher zu laufen. Da nimmt er sich dann einfach die Frechheit her und zieht mir 5% ab. Anstatt, und das ist jetzt genau dieser Skandal, anstatt, obwohl diese Einzahlung sehr wahrscheinlich über Skrill, über ein Bankkonto oder über eine andere Instanz durchgeführt wurde, Visa-Karte, was auch immer, anstatt er jetzt hergeht und zuerst alles probiert, mir dieses Geld auszubezahlen, zieht das einfach ab. Und das ist Betrug in meinen Augen, Raub in meinen Augen,
Weil wenn du jetzt als Sportwetter nicht hergehst zu einem Notar, zu einem Rechtsanwalt, zu deiner Familie und dein Testament hineinschreibst, hey, ich habe bei diesem Buchmacher ein Konto mit diesen Zugangsdaten, dann nimmt sich der Buchmacher einfach die Frechheit raus und zieht dir dein Geld ab, obwohl es ihm nicht zusteht. Und ihr seht dann hier, dass innerhalb von einem Jahr knapp 50% einfach abgezogen wurden und in 2 Jahren innerhalb schon 72%. Ja? Ich habe sogar noch mit einem ganzen Monat gerechnet. Der sagt sogar in 28 Tagen Zyklen zieht er das ab. Das heißt, es ist dann nicht einmal diese gesamte Laufzeit, so wie es hier ist, sondern sogar kürzer. Und innerhalb von 4 Jahren ist einfach 90% weg. Weil der Buchmacher der Meinung ist, er muss es dir nicht auszahlen. Und schlussendlich schaut das dann so aus, es wird halt dann immer weniger, immer weniger, immer weniger, bis irgendwann einmal noch 2 Euro überbleiben und dann sagt, oh, Minimum erreicht 2 Euro, jetzt schließe ich das Konto. Und so hat jeder Wettanbieter eine Langzeitwette am Start gegen dich mit deinem Tod. Was kannst du dagegen machen? Ganz eine klare Empfehlung von meiner Seite. Lass keinen Cent beim Wettanbieter oben, dass du nicht aktiv bewettest. Das bedeutet, wenn du beispielsweise 2000 Euro zur Verfügung hast und du spielst im Schnitt 10, 20 Euro pro Wette, zahle 2000 Euro sofort aus, beziehungsweise zahle aus 1980 Euro, sodass 20 Euro oben bleiben. Spiele diese 20 Euro, der Rest ist auf der Bank. Wenn die Wette verliert, zahlst du wieder 20 Euro ein. Wenn die Wette gewinnt, zahlst du alles aus bis auf diese 20 Euro. Das ist der einzige effektive Schutz gegen diese Machenschaften seitens des Wettanbieters, den er gegen all seine Kunden mit dieser Klausel anwendet. In diesem Sinne, hol dein Geld runter vom Wettanbieter, schütz dein Kapital. Wir hören uns morgen wieder beim nächsten Video.